Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Pamo. Heute schauen wir uns den AGL Serie an. Das ist das wunderschöne Gefährt, was wir jetzt gerade hier im Hintergrund sehen. Ja, der Modder bzw. die Modder schreiben dazu, der Lizard AGL, hallo virtuelle Farmers. Heute bringen wir euch einen LKW mit verschiedenen Konfigurationen, den ihr nach euren Wünschen anpassen könnt. Es ist ein Truck im südamerikanischen Stil, aber wir haben einige Optionen eingebaut, um den Stil anderer Länder zu ähneln. Wir wollen allen gefallen. Ja gut, ob man das natürlich dann damit bezweckt, bleibt jetzt erstmal abzuwarten. Kaufpreis haben wir hier eben halt dann 24.500 und ja, auch unterschiedliche Leistungen. Aber dazu kommen wir jetzt gleich nochmal in unser Kaufmenü. Und zwar gehen wir da einmal bei unseren Fahrzeugen rein, bei den LKWs. Und da hätten wir dann den Lizard LS 1114 für 24.500. Wir haben eine Höchstgeschwindigkeit mit 83 km/h und wir können hier einmal von 146 PS auf 176, auf 185 und 261 PS gehen. Der 261 PS ist auch gleichzeitig das höchste. Des Weiteren könnten wir zum Beispiel hier vorne den Kühlergrill ein bisschen verändern, und zwar mit dem Design 1, den Design 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und ja, damit wären wir auch schon mal einmal durch. Also wir hätten da 8 Designs, die wir dann auswählen können. Dann können wir hier die Radioantenne einmal wählen. Ja, wie man sieht, haben wir hier vorne einmal, vorne links, vorne rechts oder auf beiden Seiten oder eben halt dann keine. Spiegel können wir auch die Standardeinstellung wählen oder die Premiere oder wiederum Standard, sprich Premiere hätten wir dann hier lackierbare Außenspiegel. So, die Riegel, da muss ich natürlich ein bisschen dichter jetzt rangehen, das wäre dann hier der Türknauf. Den können wir einmal in Chrom machen oder eben halt dann als Kunststoff. Selbst auch hier den Tank können wir eben halt dann mit Kunststoffbändern machen, mit farblichen Metallbändern oder eben halt dann Chrombänder oder wieder unsere Kunststoffwellen. So, Zusatzbeleuchtung, Dekor, das wäre dann, muss ich selber mal kurz schauen, wo das sind. Ach so, hier hinten die Zusatzlampen. Die wären dann hier hinten, können wir eben halt dann auch in einigen Farbbeinen auswählen. So, dekorative Beleuchtung, ich glaube, das ist dann hier vorne drin. Ja, da hätten wir hier vorne an den Seiten nochmal auch, ja, einige Farbtöne eben halt dann zur Auswahl, die wir dann einstellen können. So, dann hätten wir noch die Möglichkeit hier von dem Design her eben halt auf normale Kabine oder eben halt auf eine Doppelkabine, sprich mit einem Schlafplatz hinten drin. So, dann können wir noch mal hier unten auch noch mal eben halt dann wählen unser Treppenlicht. Entweder orange, rot, weiß. Das war's dann. Also wir haben da dann auch eine ganz kleine Farbwahl zur Auswahl. Die Hauptfarbe können wir uns jetzt auch zum Beispiel farblich gestalten. Das wäre eben halt dann hier oben eben, ja, unser Führerhaus. Wir können sogar auch ein Schutzblech farblich abändern. Das wäre dann nur hier hinten. Die Felgenfarbe haben wir auch eine kleine Farbauswahl, wo wir uns sagen können, okay, die können wir jetzt noch ein bisschen abändern. Mehr geht da erstmal nicht. Und eben halt dann unser Kennzeichen. Ja. Und hier steht jetzt die gute Maschine, die wir dann dementsprechend auch dann, ja, bewegen können. So. Aber wie man auch schon sieht, hier haben wir auch so, ja, ein bisschen pixelig, ein bisschen andere Farbgestaltungen. Ja, wir können hier ganz normal eben unsere Auflieger eben halt dann auch anbringen. Aber wir schauen uns das Ganze jetzt einmal kurz mal an. Man sieht auch schon, dass dann eben halt, ja, die Türen auf und zu gehen mit dabei. Wir sehen, dass der Fahrer auch so ganz leicht animiert ist. Einerseits mit dem Lenkrad, ja, also man sieht schon hier so eine ganz leichte Bewegung. So.
Lichter funktionieren ebenfalls, auch die Zusatzlampen nach hinten hin, Blinker funktionieren ebenfalls. Ah ja, und auch eine sehr, sehr interessante Hupe, muss man eigentlich dazu noch sagen. Ja, schauen wir mal kurz hier drinne. So, Gaspedal, ja, animiert, Bremse ebenfalls. Auch unsere Armaturen sind so ein bisschen animiert. Aber, ja gut, an diese Innenansicht muss man sich so ein bisschen gewöhnen. Die Spiegel, man sieht auf jeden Fall auch was drinne, dass da auch Bewegung drinne ist. Ja. Relativ stabil bleibt auch. Gibt also jetzt in der Hinsicht erstmal nichts zu meckern. Rückfahrleichen, Lampen gehen auf. Ja. Gut, nach rückwärts können wir maximal mit diesem Gefährt nur 10 km/h fahren. Ja. Und auch beim Aussteigen, ja, wie man gerade gesehen hat, geht die Tür mit dabei. Ja, aktuell gibt es da erstmal nichts drüber zu meckern. Wer natürlich Interesse an diesem Mod hat, diesen Mod findet ihr aktuell bei ModHub. Gibt es für PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One und Xbox S. Wir schauen uns auch nochmal kurz die Lok an. Ja, aktuell ist die Lok auch fehlerfrei. Keine Warnings, keine Errors, keine Lures. Wobei ich sagen muss, ich habe mir das Ganze im Singleplayer bzw. im Einzelspielmodus angeschaut. Wie es jetzt auf dem Didi-Server ausschaut, kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Und wenn euch auch diese kleine Mod-Vorstellung gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da und die Glocke nicht zu vergessen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen und sage Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal.